Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. So, genau dort weitermachen, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe und würde sagen, we spawn to call. Okay. Schön stehen bleiben. Hast richtig gesehen. Warum hatte da vorne... Egal. Also ich finde es ja irgendwie gerade lustig, dass du so von diesen LKWs hier welche rumfahren. Also ich mag es ja irgendwie, aber andererseits ist es so ungewohnt für mich. Solche riesen Fahrzeuge, wo man so schön dagegen fahren könnte und dagegen klatscht vor allen Dingen. Das ist der weniger schöne Part, aber... Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was zum Teufel? Naja, wenigstens verdiene ich jetzt $45 pro Stunde. Was für eine Schrotflinte habe ich? Hä? Warum nur ein? Ach, 8 Schuss, stimmt, das ist ja so rumgeregelt. Okay, rein. Und würde mal sagen, wieder schön mein Fahrzeug abrieren. So. Also, erstmal hier schön parken. Escape Comeback. Also ich weiß jetzt nicht, habe ich aufgrund dessen, wo ich 8 gedrückt habe, quasi so einen Modus aktiviert, wo nur noch das aktiviert wird, also Mission. Oder, also das kann ich mir nicht sicher anders vorstellen. Aber trotzdem, auf jeden Fall, ich finde es gerade ziemlich behindig geil, dass das gerade so ist, weil ich hasse es, mehrere Minuten rumfahren zu müssen und es passiert nichts. Sorry Leute. Ich kann nicht ruhig im Polizeifahrzeug sitzen und Kaffee und Donut essen. Die Kaffee trinken wir aber nicht, mich verstehen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Aber trotzdem, Escape Convicts sind immer sehr gemeingefährlich, weil die aus irgendeinem Grund immer einen Fetisch dafür haben, mich um die ganze Zeit zu rammen aus irgendeinem Grund. Ich weiß ja nicht, was ich denen eigentlich angetan habe, aber okay, schätze ich mal. Ich hoffe mal nicht, dass es eine Einbahnstraße ist, wenn... Ja, dann egal. Bitte. Oh, zum Glück nicht. Was zum Teufel, das ist doch... Warte. Was zum Teufel, das ist also... Ach so! Oh, jetzt habe ich Frame... Okay, hat sich wieder beruhigt. Also... Der fährt ganz brutal und ich hasse es so stark, wenn sie offscreen fahren, weil dann sind sie ungefähr so schnell, als würden sie auf normalen Grundboden fahren und nicht gerade auf Schnee. Deswegen ist es halt manchmal ziemlich schwierig, bei denen hinterher zu fahren, weil man einfach nicht hinterher kommt. Ich nenne es nur Verkehr und Bremseinlagen. Ja, ich habe das sowieso nicht mehr gebraucht. Ja. Ich sag mal, viel Spaß, das nachher dem Chef zu erklären. Oh! Leute! The old the long 16 is back! Ein LKW! Okay... Also wisst ihr was, mir wäre schon ein Familienwagen ein bisschen lieber. Dave... Oder wie heißt es? David vs. Goliath? Glaube. Und zwar... Nennt man so etwas, wenn ein LKW verfolgt wird von, also wohl jetzt, Polizisten. Oh mein Gott. Leute, ich könnte versuchen, ihn zu rammen, bringt jetzt aber nicht viel. Ich könnte seine Reifen zerschießen, aber ich finde es irgendwie unfair. Und deswegen mache ich's. So. Das Rad ist eh schon schräg. Ja, das Fahrzeug. Nein. Abdämmen. Was zum... Wow! Wow! Was zum Teufel ist gerade eben passiert? Nur mal so eine Frage. Stehen bleiben! Police! Nicht erschießen! Nicht erschießen! Brav! Schön rein mit dir! Bitte aufpassen! Oh mein Gott, der hat natürlich sein LKW so schön ge... Alter! Ich will da wieder raus. Sorry. Also, eins müsst ihr doch lassen. Ich habe so hervorragend auf den Treppen geparkt. Okay, ich sehe schon, muss ich hier mal einen Bus spielen.
Tatü, tata. Der Arschkrebs ist da. Du bleibst jetzt hier drin. Danke. So. Oh, Mist. Leute. Ich hoffe ja mal nicht, dass ich meine Zeit wirklich ganz Zeit auf so eine Art vergesse. Naja, egal. Was soll ich halt tun? Aber jetzt bringe ich erstmal diesen meinen gefährlichen Straftäter, der wo ein LKW gefahren hat, ich seine Reifen zerschossen habe und er gegen die Bushaltestelle gefahren ist. Nicht ich, sondern ich bin auf den Treppen hochgefahren, was eigentlich weniger lustig war in meinem Teil. Vor allen Dingen, wenn man kein SUV hat. Aber hoffentlich lernt es seine Strafe. Er soll Polizist werden, wenn er Scheiße bauen will. So, weg. Es ist schon ein bisschen rattig, wie ich mein das Glas hier hinten verloren habe, also wirklich. So, lerne. Lerne einfach. Corruption fix. Tschüss. Okay, geh rein. 45 Dollar, Leute. Also das ist nämlich echt ein Stundengehalt. Okay, muss ich nochmal ganz kurz... 3, 2, 1. Speichern und danach 8. Ich bleibe jetzt erstmal drauf. Okay. Hey, das war jetzt neu. Also, das lasse ich mal kommentarlos. Was zieht jetzt auf einmal eine Desert Eagle? Nein, Leute, da bleibe ich jetzt nicht stehen. Lass sie doch jetzt endlich! Geh einfach. Geh ins Polizeifahrzeug und lerne deine Strafe. Ich muss es aber hinzufügen, ich weiß nicht, wie es beim Frauengefängnis funktioniert. Ob sie da aussagen, hebt die Seife auf? Naja, wir werden mal sehen. 2 Jahre später, vor allem, wenn sie mich damit noch Desert Eagle besuchen kommt. So, fix car. Geh jetzt rein. Level... oh Gott, wirklich, ich bin schon auf dem 11. Level. Das ist wirklich ein Rekord, weil ich sonst immer schaffe, beim 1.2. schon wieder auf 0 zu kommen. Okay, dann fahre ich mal ein bisschen rum und lasse die Sirene natürlich an, zumindest flackern. So, jetzt erstmal auf 8. Bis jetzt passiert noch nichts. Also bis jetzt... Ich habe nachgeguckt und zwar... Es muss diese Taste sein. Das wundert mich jetzt etwas. Und zwar müsste man eigentlich mit der... Zahl 8 nicht Numpads, wenn man da drauf drückt, normalerweise... eigentlich eine Mission auslösen, aber anscheinend hat er keine Lust dazu. Sorry. Ach komm jetzt. Es hat so gut angefangen. Also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Okay, Leute, es scheint gerade eben nicht zu funktionieren. I can frame loss, das ist schon mal ein guter Anfang. So, Cop States, saved. Ich hoffe mal, dass das jetzt langsam geht. Hm. Ist vielleicht das aus? So. Oh Gott! Aus mit dem Blink. So, ganz einfach.
8. Warum kommt nichts? Also ich bin mir sicher, dass die Taste nicht kaputt ist, weil normalerweise bei meinem Wutanfall-Schlaggebiet gehört es nicht dazu. Deswegen wundert es mich jetzt eigentlich. Ah, komm jetzt. Ne, funktioniert. Alter. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich gehe mal ein bisschen Mittelpark besuchen, aber auf eine andere Art. Ja, ich nenne es mal ein bisschen hier einen kleinen, eine Pause, schätze ich mal. Da, da, da. Nee, gar nichts. Das nervt jetzt ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn ich hier fahre. Aber naja, naja. So, langsam runter. Ganz langsam runter. Ah, das ist jetzt ein bisschen blöd, um ehrlich zu sein. So, also. Was bleibt mir offen, außer nochmal neu zu starten? Eigentlich nichts, um ehrlich zu sein. Da habe ich jetzt nicht mitgedacht. Verdammt. Lasst mich raus. Ich bin ein Polizist. Nein. Ja, okay. Auf ein bisschen gebracht. Sorry. Gebracht werden. Also. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich gucke jetzt nochmal danach. Nach, sage ich mal, wenn ich jetzt nochmal neu starte. Nur das Problem ist halt. Es ist die Taste. Ich habe es ja gesehen. Da stand ja. Irgendwie so. Falls ihr keine Lust habt zu warten, drückt einfach 8, dass dann, dass keine Random Calls mehr kommen, sondern jetzt einfach sofort eine kommen, zum Beispiel. Aber es scheint hier wirklich nicht zu funktionieren. Und ich habe langsam echt Sorgen, dass ich mein Cop-Level verliere. Also vielleicht stehen bleiben? Ich probiere es mal. Bis jetzt noch nichts. Weasel News Time, probably gonna tell us about terrorism, scare the shit out of us. Nope. Warum nicht? Also Leute, dann sehe ich euch wohl gleich wieder. So Leute, willkommen zurück. Verdammt. Also, wie es aussieht, wenn man Numpad 1 und 2 drückt, passiert etwas Unerwartetes. Also, man kann das zum Beispiel auch während dem... Na, egal. Also, wenigstens. Ich hab's zwar nicht gewusst und dann auf Cop Save Stats auf 1 und 2 quasi zu legen, finde ich es nicht gerade sehr schlau. Und ich habe rausgefunden, man verliert jeweils $5, wenn man ein Cop-Fahrzeug spawnen lässt mit Numpad 7. Ich weiß es nicht, ob das dafür verantwortlich ist, dass ich die ganze Zeit... kann man sagen, das Problem hat, dass gar keine Mission mehr kommt, also mit dem Cop-Status saved, also auf Numpad 1. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Und Leute, ihr seht das wirklich nicht, aber der Typ vor mir ist ein betrunkener Fahrer. So. Was zum Teufel, da feiere ich noch besser. Oh mein Gott. Also Leute, so etwas kann man doch nicht frei auf den Straßen rumlaufen lassen. Nein, 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 nein. So. Was zum Teufel? Ich dachte schon anfangs, sie sind irgendwie, naja, Assassine. Befreier. Befreier der Welten. Herrscher der Welten. Keine Ahnung. Sorry Leute, muss das sein. Ich hab's mir jetzt den ganzen Tag verkniffen. Alter! Ich dachte, da kriegt jemand nicht mehr die Linie. Yep. Junge! Egal. Bin ich der Einzige, wo ihr so betrunken fährt? Ja, okay, ist die KI. Ich weiß, aber trotzdem.
Junge! Das ist hier ein halber Star-Contest. Seht ihr das? Das nennt man einfach nur brutal. Jetzt fahrt die Schranke ein. Wow, ist schon längst eingefahren. Das meine ich mit VIP-Transport. Es ist einfach nur billig. Und Leute, ich bin wirklich bestürzt. Ich verdiene jetzt nur noch 8 Dollar pro Stunde. Ich habe 45 Mal verdient. Sehe ich nicht mehr schön, dieser Abgang. Also wenn man normalerweise diese, sag ich mal, Road Settings, wo sie gerade so verursacht, dass es so rutschig ist, auf Medium wäre, würde man nicht mehr solche Berge wie gerade eben nach oben kommen. Was ziemlich lustig ist, aber in dem Fall wäre es nur scheiße. Vor allem die Gestalt ist ja schon schwer. Wenn man mit normalem PKW schon nicht mehr hochkommt, dann kommt man erst recht nicht auch mit dem Van hoch. Meine Fresse, ich kann nicht mehr zusehen. Ich kann echt nicht mehr zusehen. Ist ja nicht so, dass man vor irgendetwas fliehen. Das ist bloß Driving Skills, sag ich nur. Gibt's irgendwie für ihn überhaupt einen anderen Verkehr-Teilnehmer? Nur mal so eine Frage. Okay, VIP, lern was. Also das sieht echt irgendwie krank aus. Okay, sehr gut. Also Leute, das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und jetzt würde ich gerne erstmal sagen, bis später, Leute.